Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Elden Ring Shadows of the Erdtree. Heute geht es weiter. Hier hinten, wir werden heute hoffentlich irgendwie in dieses Flussbett hier kommen. Schauen wir mal, ob das der Fall ist. Ob man da überhaupt wirklich hinkommt. Ob es über diesen Weg ist. Wir waren hier drüben. Also hier waren wir schon. Wobei... Doch, hier waren wir schon, oder? Bin mir relativ sicher, dass wir hier schon waren. Ja, genau. Aber hier drüben waren wir noch nicht. Beziehungsweise auf dem Weg hier runter haben wir nicht geschaut. Ha! Scheißendreck, man kommt hier, glaube ich, wirklich nicht runter. Aber auf der Karte schaut es so aus, als würde man da runterkommen. Vielleicht kommt man auch erst hier irgendwie hoch. Weil hier gibt es eine Karte, hier gibt es eine Karte. Hier wird es wahrscheinlich auch irgendwo noch eine Karte geben. Aber ich sehe nicht, wo. Okay, also hat sich das literally nach 30 Sekunden erübrigt. Gibt's offenbar doch keinen Weg, der hier vernünftig runterführt. Wobei, das da unten schaut fast so aus, als würde man dort doch irgendwie hinkommen. Hä, hey, über dort kommt man da hin. Da kommt man runter. Ah, okay. Alright, habe ich es nur ein bisschen falsch gedeutet. Alles klar, dann würde ich sagen, geht's jetzt... Ja, genau. Machen wir zuerst die Brücke oder machen wir zuerst diesen großen Durchgang? Die Brücke war, habe ich viel früher gesehen als den Durchgang, also machen wir erstmal die Brücke. Euch lassen wir mal hier rechts liegen. Ich weiß, man sagt links liegen, aber die waren halt jetzt rechts von uns. Also was soll ich machen? Bin auch gespannt, ob wir in Bälde eins von den weiteren Ofengesichtern treffen werden. Weil hier irgendwo unten, ich glaube hier, hier unten irgendwo und hier in der Gegend haben wir schon welche gesehen, dass die uns wieder erwarten. Wir haben übrigens hier einen Boss gemacht. In battle, you can... Ja, okay. Hier lasse ich das erste Fleisch meines Körpers zurück. Okay. Bart Mikkeler, alles klar. Na dann, würde ich sagen, wie kommt man eigentlich hier auf dieses Plateau hoch? Also... Außer durch einen Teleporter sehe ich keine Möglichkeit, oder? Naja, egal. Werden wir uns schon alles anschauen. Jetzt erstmal geht's hier über die Brücke. Und die Frage bei über der Brücke ist natürlich immer auch, gibt's auch ein unter der Brücke? Da war dieses Haus. Die Gaststätte, aber... Wirklich, unter der Brücke gibt es, glaube ich, nicht. Große Brücke der Ellag. Ich traue dem Frieden nicht. Oh. Da hinten ist eine riesige Balliste. Mhm. Hallo. Oh Gott. Was ist das? Ich habe irgendein Item aufgenommen. Au! Okay, wir müssen zuerst mal die Balliste platt machen. Nein! Türballiste!
konnte ich diese... Ich wollte gerade sagen, die Dinger konnte ich doch immer kaputt machen. So. Was? Ich komme näher und die fangen an mit... Ambusschützen. What the fuck? Sie schreien einmal, ich pariere den Schrei und sie verrecken. Es ist fast Comedy Gold. Das war ein bisschen voreilig. Mesmer-Soldaten-Axt. Okay, das heißt, das sind die Mesmer-Soldaten. Hey, ich habe schon wieder das Schild gezweihändet und weiß nicht wie. Oh. Schmiedestein 4, okay. Ich bilde mir ein, wir hatten schon mal eine von denen. Aber sicher bin ich mir gerade nicht. Schattenreich Rune 1. Okay, da haben wir mal eine 1er Rune. Sonst habe ich keine. Ich glaube, ich habe die verlorene Kriegsasche aufgenommen außerdem. Hier den Halbmenschenkämpfer werden wir mal... Das meinte ich nicht. Ich wollte hier den Dude... mal probieren. Kann ich euch wieder wegmachen? Also das Einzige, wie ich euch wegmachen kann, was ich weiß, ist, dass ich einfach aus dem Bereich hier rausreite. Genau, dann verpissen die sich einfach. Okay, das schaut schon wahnsinnig geil aus da oben. Oh. Ich frage mich halt wirklich, ob das Leonir vielleicht, weil diese DLCs haben sehr oft was mit Zeitreisen zu tun von From Software. Ob wir hier irgendwie in einer früheren Zeit sind. Apropos frühere Zeit. Es wird Zeit, dass dessen Zeit ein Ende hat. Okay, das funktioniert wirklich gut bei denen. Hallo? Jemand da? Nope. Oh nein, es sind diese Wichser. Was? Das waren auch im Hauptspiel einer meiner unangenehmsten Typen, die ich bekämpft habe. Diese komische Feuermagier in Laendell. Gewöhnliche Soldatenstulpen. Okay, wow. Okay, auf der anderen Seite kommen wir jetzt hier hin. Was sind das für Viecher? Da drüben haben wir ein Ding gesetzt. Und da hoch zu diesem Turm kommen wir, glaube ich, auch. Das müsste der Turm sein, oder? Da ich das Ding nicht sehe, wird es wahrscheinlich der Turm sein, oder? Ja, es ist der Turm. Alright, okay, den werde ich mir nicht markieren, weil der ist relativ auffällig. Sage ich jetzt und wahrscheinlich verpasse ich ihn dann. Man kennt's. Oh nein. Fick dich. Wir verarschen. Ah.
Ja gut, das kann ich auch, also. Und ich kann sogar ein bisschen mehr mit Range, also. Ich wollte eigentlich den auch versuchen, aber dann halt nicht. Boah. Ihr seid so ungut. Hä, ich will hier hoch. Ich weiß nicht, was ich hier oben will, aber ich will. Mich hier hoch? Yes! Jetzt bin ich hier der Herrscher. In dem Zelt waren wir vorher. Oh, da hinten ist ein Ort der Gnade. Alright. Aber schauen wir uns zuerst nochmal... Schauen wir uns erst nochmal die andere Seite an. Das Gute daran ist natürlich, wir müssen nicht nochmal die Gegner machen. Das Schlechte daran ist, wenn wir nochmal sterben, müssen wir die ganzen Gegner nochmal machen. Achso, ich dachte, ich habe mein Schild aus. What the fuck? Ich denke mal gerade schon, was ist jetzt los? Oh, hallo. Oh, du bist so ein Dude. Yes! Der hat nicht so viel Polster, für das so eine krasse Rüstung fehlt. Ich habe das an Elden Ring echt vermisst in anderen Spielen, dieses Blocken und Parieren. Oder Konter-Attack. Parieren ist es ja nicht. Parieren wäre es ja, wenn ich den hier mache, aber... Wofür brauche ich das Elden Ring, wenn das andere auch gut funktioniert? Handbuch des Feuerritters. Wir können damit Feuerspirale herstellen. Ach ja, stimmt. Man kann ja... Ich habe das die letzten paar Parts nicht mehr gecheckt. Mir ist es dann irgendwann mal off-cam eingefallen, dass man das ja... Also eigentlich seit dem letzten Part ist es mir, glaube ich, off-cam eingefallen, dass man das ja sieht, was man hier machen kann. Schwerer Ofentopf damit... Feuerspirale, was auch immer das ist, schauen wir uns an. Was noch? Sonst haben wir, glaube ich, nichts, oder? Feuerspirale. Dafür brauchen wir Mesmerglut. Hauptsächlich in Skadu Altus zu finden. Oh, es hat irgendwas mit Altus zu tun. Was ist eine Feuerspirale? Nee, Feuertopf war das. Das ist Feuerspirale. Da brauchen wir Mesmerglut. Verbraucht FP um 3 kleine Feuerschlag. Wow, das sind alles so möchte gern Zauberer-Items. Wow. Oh, was ist das? Oh. Oh, ich glaube, er hat das gerade in der Richtung verwendet, was ich gerade mir angeschaut habe. Nicht, glaube ich, dasselbe, aber was ähnliches. Oh, die geben aber gut Schmiedesteine, holy shit. Es wirkt irgendwie so, als wäre das Teil eines Rätsels. Weil es macht doch so ein sehr eigenartiges Geräusch.
Sonst irgendwas in der Nähe? Oh. Alter, der checkt gar nichts. What the fuck, bist du... Ich wollte gerade sagen, bist du ein NPC? Aber dann habe ich ihn anvisieren können. In das Zelt kommt man nicht rein. Ah. Das ist instant verdächtig, wenn man ins Zelt nicht reinkommt. Wobei, in das kommt man auch nicht rein. Okay, man kommt hier offenbar ein paar nicht rein. Achso. Ich war so auf der Killing Spree, dass ich gar nicht mehr gecheckt habe oder geschaut habe, was überhaupt ich töte. Okay, da geht's in den Wald rein. Das ist wahrscheinlich so eine Art Kapelle oder sowas. Hallo, ich will nicht Fußball mit dir spielen. Okay. Das heißt, wir haben quasi zwei Main-Wege hier weg. Der Seite des Main-Wegs waren wir, glaube ich, noch nicht. Oh. Okay. Oh. Oh, das ist wieder mal so ein Riese. Oh. Und unter der Brücke gibt's auch was mit diesen komischen Viechern, die die geilen Runen geben. Waren das jetzt schon alle Sachen? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Aber schaut eigentlich so aus ein bisschen. Ja. Oh ne, hier ist noch ein so ein Dude. Hä, hey, der hat mich gesehen und war dann so... Oh, ist da halt jemand so... Warum soll ich mich damit befassen? Ich glaube, ich lese die Karte falsch. Das hier ist ein Weg. Und dieser dünne Strich, den ich jetzt gerade verfolge, der dunkelbraune, der hier so einen Bogen dann macht, das ist, glaube ich, so eine Art Kartenfragmentaufteilung. Also das hat nichts damit zu tun, dass da ein Weg ist. So, erstmal den hier. Beirufungsreserve. Dann chillen wir uns hier ganz kurz mal hin. Beziehungsweise eigentlich müssen wir uns nicht hinchillen. Dann muss ich hier nicht die ganzen Ficker nochmal machen. Okay, hier kommt erstmal eine Brücke. Schauen wir mal, was hier ist. Eine Brücke haben wir schon. Schauen wir uns die zweite auch gleich an. Fuck, hier schwebt ein Kopf. Schloss Ensis. Oh. Hallo. Oh, der macht Damage. Au. Nur noch ganz kurz heilen. Magst du mal bluten irgendwann? Oh nein. Okay.
Oh ja, er hat geblutet. Sehr gut. Nein! Nicht noch andere Dudes jetzt hier ankommen lassen. Wenn du unfair spielst, spiel ich auch unfair. Fuck you. Gibt's sogar einen Scheiß? 9er Dunkelschmiedestein und königliches Magiefett. Ganz neues Item. Lebst du noch? Königliches Magiezeug, schwerer Magieschadenwaffenüberzug. Too bad, dass wir das nicht auf unseren Waffen verwenden können. Aber okay, Schloss Ensis. Vorderseite des Schlosses. Des Schlosses. Okay, da kommen wir irgendwie hin. Ja, ich würde jetzt gerne noch nicht reingehen. Ich habe mir nur gedacht, ich mache den Dude mal. Wollt ihr so zum Beispiel mich hier in der Umgebung mal umschauen? Oh, das ist das da oben. Die Dinger. Ha. Okay. Ach so, scheiße. Ich bin ja hier in einem... unter Anführungszeichen in einem Dungeon. Das heißt, ich kann ja hier stummwindig rufen. Das ist eher blöd. Kann ich hier es dann wieder nehmen? Ich glaube, ich muss wirklich hier vorne sein, damit ich das kann. Okay, jetzt kann ich mich hinsetzen. Wir haben keine neuen Dinger, oder? Nee. Nicht, dass ich letztes Mal irgendwas dann vergessen habe. Zeit vertreiben. Wir warten mal bis zum Morgen, weil ich möchte jetzt hier gern außerhalb des Schlosses noch ein bisschen was erkunden. Der Dude respawnt eh nicht, nehme ich mal an. Schaut gut aus. So, jetzt ist die Frage, gehen wir erstmal hier hin oder erstmal hier oben hin? Hier oben hin wirkt es eher wie ein Dead End. Also gehen wir erstmal in die andere Richtung. Wow. Ach, hier am Anfang der Brücke ist das. Okay. Tora. Hier geht's raus aus dem Lager. Na dann. Was hat hier dieses kleine Wäldchen Schönes zu verbergen? Dort waren wir schon, gell? Ah ja, das ist nur das Dorf hier. Achso, ja, okay. Einfach ein bisschen andere Perspektive. Hallo, wer bist du? Okay. Alleine gehst. Aber ich weiß nicht, wenn Gruppen kommen, weil die sind groß, haben viel Reichweite. Ich liebe diese Aussichtspunkte. Dort hinten ist dieser Weg runter, den wir vorhin gesehen haben. Von dort, glaube ich. Dort hinten ist so eine komplett heruntergekommene Kirche. Das ist das hier. Und da oben kommen wir safe auch hin. Und dort auch. Das schaut... Es schaut aus wie ein Renderfehler, aber das ist es, glaube ich, nicht. Das schaut halt so aus wie... Wie hieß das nochmal? The Unfinished Swan, glaube ich. Wo diese ganzen Sachen nur so im... Als hätte man es mit einem Kohlestift gezeichnet und dann ein bisschen mit dem Finger verwischt. So einen Stil hat das irgendwie. Und das ist der Weg da zu dem Ding. Lüpp. Ich frage mich, ob man da auch drauf kommt. Da oben drauf. Das weiß ich nicht. Hier kommt man safe drauf. Alright.
Soda. Ich habe hier noch andere von dieser Art von Dudes gesehen. Okay, diese Holzkonstruktion löst bei mir instant Achtung Falle aus. Ich könnte mir vorstellen, ihr wisst warum. Weil Holz hat so die Eigenschaft, dass es oft kaputt geht, sag ich mal. Ne, ich wollte nur einen anlocken. Aber... Yes! Das reicht. Nein, das reicht nicht. Fuck! Okay, doch, es reicht. Oh. Was machst du da überhaupt? Kannst du es nochmal machen? Ist es Blutungsschaden? Oh ja, ich glaube, es ist Blutungsschaden. Es ist Blutungsschaden. Das Item darf das Heide, darf ich dann nicht vergessen, wenn wir oben sind im Schloss. Okay, da geht's glaube ich nicht runter. Diese Radarfrucht ist so weird, weil... Ich würde halt wirklich gern hier wissen, wofür ich die brauche. Okay, das ist angenehm. Ich habe die irgendwie schwerer in Erinnerung. Oder waren das diese Goldtypen, die gesungen haben? Die waren, glaube ich, Arsch. Oh, ist das hier hinten ein Geheimgang ins Schloss? Das schaut so aus. Okay, vielleicht gehen wir doch ins Schloss. Wenn wir über so einen geilen Geheimgang ins Schloss gehen, dann machen wir es vielleicht doch schon jetzt. Ah, das ist wirklich ein Geheimgang ins Schloss. Ich will das Holzteil noch untersuchen. Das ist safe ein Geheimgang ins Schloss. Ich untersuche das Holzteil jetzt erstmal. Scheiß drauf. Ich weiß, wir laufen dadurch jetzt wieder hier zurück, aber Gott sei Dank, durchs Reiten ist es halt wirklich nur so 15 Sekunden oder was. Weil ich bin mir sehr sicher, dass das eine Falle ist und dort oben, es schaut nicht so aus, als würde es von der Seite ins Schloss gehen auch. Okay, ich kann summonen. Ist nie ein gutes Zeichen. Okay, ich komme da unten hin. Erstmal das Holzteil. Okay, den Lookout werden wir erstmal beseitigen. Geil, es hat einen Schuss getroffen. Ah, das ist perfekt ausgegangen. Oh, wir kriegen seine Soldatenrüstung. Okay. Wollte man nur mal kurz anschauen, wie geil die ist. Ne, Rüstung der Einsamkeit ist das. Muss ich messen mit Soldatenrüstung. Hier. Oh nein. Die ist kacke. Okay. Okay. Kann ich auf die Dinger hochklettern? Die wirken so imposant und... Oh. Oh. Was für ein Damage! Der hat mich gerade... Okay, fick das. Oh.
glaube, außer bei dem Bossen sind wir in dem DLC 2-3 Mal nur gestorben bis jetzt. Das würde ich gern so in etwa beibehalten. Warum hat er jetzt nicht gefrontstabbt? Wie ich so gern sage. Hä, was zur Hölle? Okay. Sicherheitshalber nur durchrollen. Au! Okay, da oben ist noch einer irgendwo. Dich habe ich nicht gesehen, mein Freund. Okay, holy shit, das wäre jetzt knapp. Woher überhaupt? Okay. Wow. Nicht mal ansatzweise. Das Teil kann ich, glaube ich, nicht klettern. Die Frage ist, kann ich auf eins der anderen Dinger klettern? Wo sind wir hier auf einmal? Ich will hier nur hoch. Ich will nur ganz kurz einigermaßen in Sicherheit sein. Hey, wenn die Fernkampf machen... Oh. Wenn die Fernkampf machen, werde ich Dreck tun, das nicht auch probieren. Fick dich. Invincibility Frames! Bitte sag, ich komme hier irgendwie hoch. Ich glaube, ich komme hier nicht hoch. Ich sehe zumindest keinen Weg hier hoch. Ah. Ich glaube, hier können sie mich nicht treffen, oder? Okay, aber kann nicht auf die Karte schauen, weil die immer noch aggro sind. Jetzt hör mal auf mit deiner Aggro. Mach mal hier ein bisschen Licht, weil hier ist recht dunkel. Ich glaube, ich komme da wirklich nur von oben hin. Aber wo ist hier jetzt? Das ist viel interessanter, finde ich. Ich dachte, hier wäre jetzt Ende. Oh, das... Wirkt so ein bisschen wie eine Boss-Arena. Okay, wisst ihr was? Boah, wenn hier ein Ort der Gnade ist, wäre schon geil. Es wirkt halt hart wie eine Boss-Arena, weil es groß und offen ist und ich keine Gegner sehe. Oder so, als würden wir auf eine Boss-Arena irgendwo da unten zulaufen. Und hier ist es auch noch fucking nebelig. Oh nee. Okay, ich sag Folgendes, wenn wir jetzt nicht gleich einen Ort der Gnade sehen, drehe ich um. Hey, ist einer von den Dingern. Warum kann ich ihn nicht abstellen? Aber ich kann den nicht aktivieren, glaube ich. Oh nein. Ihr schon wieder! Ich habe gehofft, ihr taucht in dem DLC nicht auf. Rüstung der Schattenmilizionäre. Okay, wir sind hier irgendwo am Arsch der Welt. Okay, wisst ihr was? Nee.
Darauf habe ich jetzt gerade gar keinen Bock. Wir gehen erstmal woanders lang. Und mit woanders meine ich, ich schaue, wie ich hier, glaube ich, herkomme. Also wir wissen, wir müssen da oben noch machen. Und wir müssen hier hinten noch machen. Wir können mal hier markieren. Hier ist Weg. Und hier oben drauf ist Loot, sag ich mal. Ich hoffe, damit checke ich, dass ich meine, okay, da oben geht's noch lang. Seid schnell weg hier. Damit die nicht auf. Aber ich komme auch hier drüber nicht hin, oder? Werdet ihr aber irgendwie da hochkommen, wahrscheinlich. Ich weiß gerade nicht wie. Vielleicht über hier. Ah. Hier sind ein paar silberne Glühwürmchen. Ein paar viele. Ist hier endlich mal ein Schatz hinter dem Wasserfall oder... Nee. Okay. Alles klar. Jo, nee, das ist nicht gut für meine Gesundheit, glaube ich. Wir könnten reingehen, aber ich... Ich könnte mir halt vorstellen, dass wir, sobald wir hier oben sind, in den oberen Teil vor dem Wasserfall da kommen. Weil dort oben leuchtet es auch irgendwie so. Nee, das ist der Baum. Aber irgendwie müssen wir da oben hinkommen. Okay, ich versuche jetzt nochmal die Wichser da oben mit Magie wegzumachen. In der Hoffnung, dass ich dann ein bisschen Zeit habe, mich umzuschauen, wo es denn vielleicht hochgehen könnte. Ja. Boah. Darf der jetzt über die Brücke oder? Halt mich hier hoch. Ah! Ich hab nicht mal gesehen, von wo. Ach, von da. Hä, das heißt, der ist wieder auf der Brücke? Ja, ist er. Yes. Erstmal töten, dann Fragen stellen. Fick dich! Wie komme ich da hoch? Ich glaube, wenn er checkt, dass ich nicht treffbar bin für ihn, geht er wieder zurück auf die Brücke. Oh, shit! Oh, shit. Ich weiß nicht von wo. Ja, bitte.
Wo ist er? Boah, der wird sicher gleich wieder auftauchen, um mich abzufacken. Okay. Okay, also hier hoch ist ja gar kein Problem, aber noch höher. Weiß ich halt nicht, wie, wenn dann. Hier ist das Ding, aber hier ist keine Leiter. Oder soll ich das Teil irgendwie versuchen zu killen? Aber das ergibt meiner Meinung nach auch nicht Sinn. Die haben richtig gut Reichweite, also vielleicht. Yes! Okay, alles schön und gut, aber ich komme da nicht hoch. Okay, es hat aufgehört zu regnen. Die Dudes sind tot. Ich habe eigentlich Zeit, aber ich sehe keinen Weg. Ich sehe von der Seite keinen Weg. Nee, ich werde wirklich von oben kommen müssen. Das ist ätzend. Das ist wirklich ungut. Außer ich müsste die dafür nutzen, hier diese Fässer zum Explodieren zu bringen. Aber das ergibt nicht so viel Sinn. Also schon ein bisschen, aber sowas ist nicht so typisch Elden Ring. Das würde ich in einem Souls-Spiel, also in Dark Souls 2 Grad gab es das sehr oft. Oder Dark Souls 1 auch ein paar Mal, oder? Aber... Okay, ich denke mal schon. Ich glaube, ich gehe da rein, komme dort raus, gehe da rüber und bin dann in dem Teil. Wäre meine Vermutung. Was ist das da oben? Ah, das ist ein Dude mit einem Speer. Ich denke mal gerade schon, was für einen Hut hat der? So einen gigantischen Hut. Na gut, dann würde ich sagen... Wie viel... Okay, wir haben... Wir haben noch ein bisschen Heilung, deswegen ich will die Viecher nicht nochmal machen. Entsprechend würde ich sagen, geht's nächstes Mal auf. Hier rum. Hier gibt's ja sonst nichts anderes. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns diesen Geheimgang hier an. In Schloss Ensis. Oder Ensis, wie auch immer. Und ja, dann würde ich sagen... Bis dahin sage ich, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Elden Ring Shadows of the Erdtree und tschüss, Leute!